Nein, liebe Leser, das sind keine Halluzinationen nach einer zu langen Sitzung Highspeed-Tetris. Das ist der Ego-Shooter Tron 2.0, der gerade bei Monolith, den Entwicklern von No One Lives Forever, in der Mache ist. Wem der Begriff Tron bekannt vorkommt, ist entweder schon etwas älter oder ein Disney-Fan. Oder beides. Denn bereits 1982 erschien unter dem Label des Mickey-Maus-Erfinders der gleichnamige Film. Auch darin wurden die Helden Alan Bradley und Kevin Flynn als sogenannte User-Programme in einen Rechner teleportiert. Im Spiel Tron 2.0 übernehmen sie die Rolle von Jed Bradley, der unter anderem seinen Vater Alan aus einem gigantischen Konzernrechner befreien will. Hier wehrt sich Jed gerade mit der Standardwaffe, dem Diskus, gegen einige Kernel-Einheiten. Besonders effektiv ist es, die Geschosse der Gegner mit der Scheibe zu blocken und zurückzulenken. Weil Jed ein Programm ist, kann er natürlich auch verbessert werden, genau wie ein Spiel. Dazu lädt er beispielsweise aus sogenannten Archive-Bins verschiedene Zusatzfunktionen runter. Das können Waffen, Rüstung oder Fähigkeiten sein. Jeder Patch und jede Zusatzfunktion können Sie in drei Qualitäten finden. Alpha-Versionen brauchen drei Speicherplätze, Betas nur zwei und Finals gar nur einen. Auf diese Art wird Jed immer stärker und schneller. Genau wie die Helden in einem Rollenspiel beispielsweise. Zusätzlich steigt Jed nach jeder erfüllten Aufgabe in der Versionsnummer, was ihm weitere Boni einbringt. Hier sind wir schon deutlich weiter im Spiel, und zwar in einem von einem Virus befallenen Bereich des Rechners. Die Sicherheitsprogramme, die wir zu Beginn noch bekämpft haben, stehen uns nun gegen die infizierten Dateneinheiten zur Seite. Die hat das böse User-Programm Thorn angesteckt. Thorn ist genau wie Jed ein Mensch, der im Rechner feststeckt. Leider lief bei seiner Digitalisierung einiges schief und Thorn, schon als Mensch eher unfreundlich, ist als Programm schlicht schlecht. Und nicht nur für das System. Hinter Tron 2.0 verbergen sich eigentlich gleich zwei Spiele. Zum einen das Ego-Shooter-Abenteuer im Rechner, zum anderen das Light Cycle Tournament. Das funktioniert ähnlich wie Gran Turismo oder Quake 3. Haben Sie eine Herausforderung bestanden, schalten Sie andere Arenen, bessere Gegner und schnellere Fahrzeuge frei. Logischerweise können Sie die Light Cycle Rennen auch im Internet oder via LAN gegen menschliche Mitstreiter austragen. Sieger ist immer der, der alle Gegner in einen der tödlichen Energiestrahle oder vor eine Wand genötigt hat. Nur mit menschlichen Gegnern haben sie Spaß in den Diskusarenen. Dort geht es taktisch zur Sache, da man nicht nur die Widersacher abschießen, sondern auch den Boden unter ihren Füßen verschwinden lassen kann. Bereits im August soll es mit Jed Bradley auf die Datenautobahn gehen. Wer mehr zum Programm erfahren möchte, liest eine ausführliche Preview im Heft.